1,2 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten. Und das, obwohl der Autohersteller Staatshilfen bekommen hat und noch immer davon profitiert. Fast die Hälfte davon sollen an die Multimilliardäre Susanne Klatten und Stefan Quandt gehen. Damit werden Staatshilfen, die eigentlich dafür gedacht sind, Pleiten zu verhindern und Beschäftigung zu sichern, an die Aktionäre weitergeleitet. Die Bundesregierung hätte dagegen was tun können, hat sie aber nicht. Und deswegen stehen wir jetzt hier heute von der Hauptstadtrepräsentanz von BMW und wollen diese Rechnung übergeben und fordern BMW damit auf, die Staatshilfen zurückzuzahlen und erst dann Dividenden auszuschütten. Mal schauen, was passiert. Wir haben hier eine Rechnung, die würden wir gerne an BMW übergeben. Wir sind wieder rausgeschickt worden, weil in der Hauptstadtrepräsentanz gerade zufällig niemand vor Ort war. Das zeigt, BMW will sich seiner Verantwortung nicht stellen. Jetzt müssen Olaf Scholz und Peter Altmaier dafür sorgen, dass es endlich einen Lockdown für Dividenden gibt. Unterstützt unsere Forderung und unterzeichnet unsere Petition.